Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Talking About Horses. Mein Name ist Sandra Haider. Ich bin Osteopathin, Physiotherapeutin, Akupunkteurin für Pferde und betreibe seit fast mehr als 15 Jahren eine eigene mobile Pferdepraxis. In meinem Podcast erfährst du viele Themen aus dem Bereich Pferdegesundheit, aus meiner Praxis, aus meinen Praxiserfahrungen heraus. Ich bringe dir meine Denkansätze näher. Ich erhebe sehr gerne die Stimme für die Pferde, um zwischen den Welten zu vermitteln und dir als Pferdebesitzer oder Reiter oder Reitbeteiligung noch viel mehr Wissen rund um das Thema Pferd zu vermitteln, damit das Pferd oder dein Pferd langfristig davon profitieren darf. Ich freue mich total darüber, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um deinen Wissensrahmen zu erweitern und dafür zu sorgen, dass unsere Pferde eine bessere Welt gestaltet bekommen. Wo auch immer du jetzt bist, ob im Auto oder zu Hause, genieße die Zeit mit mir und hab viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute habe ich mir mal das Thema rausgesucht, was Stress mit dem Körper deines Pferdes macht. Dazu gibt es ja schon einen Podcast von mir, kannst du mal reinhören. Aber ich möchte dir natürlich auch näher bringen, warum es so wichtig ist, dass dein Pferd aus jeglicher Form des Stresses herausgeholt wird. Stress macht langfristig gesehen einfach krank. Und warum, das erzähle ich dir gerne in dieser Podcast-Folge. Was Stress macht, ist ganz unterschiedlich. Jedes Pferd und jeder Mensch hat ein unterschiedliches Empfinden. So kann das sein, dass zum Beispiel es schon reicht bei deinem Pferd, dass der Stallnachbar guckt, wenn dein Pferd frisst. Das sind so Dinge, das Pferd fühlt sich gestört und fühlt sich bedroht vielleicht in der Situation, wenn es seine Ruhe haben möchte und kann schon damit gestresst sein. Was ich auch immer wieder sage, nicht jedes Pferd ist dafür, dass man es in einen Offenstall oder in einen Aktivstall stellt. Da müsst ihr bitte gucken. Es gibt andere Pferde, die euer Pferd vielleicht nicht in Ruhe lassen und ständig von A nach B schicken. Das kann für dein Pferd Stress bedeuten. Genauso wie Schlafmangel, wenn dein Pferd nicht zur Ruhe kommt. Es gibt Pferde, die brauchen einfach ihre Ruhe und die möchten abends in ihre Box reingehen, um sich in Ruhe abzulegen oder zu dösen. Also Stress macht natürlich auch das Ganze oder all das, was mit Schmerzen zu tun hat. Wenn dein Pferd chronische Schmerzen irgendwo im Bereich des Körpers hat oder Blockaden hat oder unter massiven Muskelverspannungen leidet, dann kann auch das dauerhaft zu Stress führen. Du siehst beim Pferd so Anzeichen wie Muskelzittern oder wenn es die Ohren grundsätzlich nach hinten legt, wenn es einfach so einen verhärmten Gesichtsausdruck hat. Du siehst es auch an den Augen. Manchmal zeigen sie einfach massive Unruhe, wenn sie am Anbindeplatz sich stehen bleiben wollen, ja, und ständig hin und her hampeln. Schwitzen kann ein Anzeichen von Stress sein oder auch eine unregelmäßige Atmung. Und mit der Atmung, da habe ich dir ja schon ein paar Podcasts zugemacht, das ist natürlich fatal, wenn das Pferd anfängt, nicht vernünftig zu atmen, weil das wiederum auf ganz andere Prozesse im Körper einwirkt. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Jetzt möchte ich nochmal auf etwas anderes kommen. Also schau dir bitte dein Pferd an und gucke mal, wie es sich zeigt. Du siehst, ob dein Pferd Stress hat oder nicht. Wenn dein Pferd dauerhaft in so einer Stresssituation ist, werden regelmäßig Hormone wie Adrenalin oder Cortisol ausgeschüttet. Und das führt zu massiven Muskelverspannungen, wenn es so eine Dauerschleife ist. Ich habe ja, hör dir vielleicht den Podcast an, den ich gemacht habe, was Stress mit dem Körper deines Pferdes macht. Da erkläre ich dir noch tiefer im Detail, was genau passiert, wenn dein Pferd in so einer Dauerschleife sitzt. Das Pferd ist ein Fluchttier. Für den Moment ist es total wichtig, dass diese Hormone ausgestoßen werden, aber nicht, wenn es dauerhaft in so einer Stressschleife sitzt. Das macht nämlich langfristig gesehen krank.
Auch chronische Schmerzen können dazu führen, dass diese Stresshormone dauerhaft ausgeschüttet werden. Und wenn die dauerhaft ausgeschüttet werden, macht es etwas mit dem Körper. Und zwar ist der Muskeltonus massivst erhöht. Ja, die Pferde haben einen ganz, ganz, ganz hohen Muskeltonus. Und dieser Muskeltonus führt wiederum dazu, dass das System erkrankt. Nicht nur die Muskeln, sondern natürlich auch die Faszien, die dazugehören und die neurologische Struktur. Das gehört alles zusammen. Und wenn das halt dauerhaft in so einer Stressreaktion steckt, dann verändern sich diese Strukturen und die Muskeln verhärten sich. Das kannst du sehr gut sehen, weil dein Pferd vermehrt im Hals, im Rücken oder in der Bauchregion Muskelanspannung hat. Und ich rede davon, dass die Muskeln bretthart sind. Also es ist nicht unüblich, wenn ich in meiner Praxis bin, dass ich Pferde unter die Hände bekomme, die so fest sind in Teilen ihrer Muskulatur, dass da überhaupt gar keine Bewegung mehr möglich ist. Und wenn keine Bewegung mehr möglich ist, dann kann dein Pferd natürlich auch gar keine Mobilität durch den Körper zeigen. Das heißt, dieses Schwingen des Rückens ist eingeschränkt, dass dein Pferd in die tiefe dynamische Abwärtsbewegung des Halses geht, ist eingeschränkt, die Beckenfunktion ist eingeschränkt, das ganze System kommt zum Erliegen. Und die Pferde laufen, das sieht aus, als wenn sie statisch wären, aber nicht mehr schwungvoll in ihren Grundbewegungen, egal ob im Schritt, im Trab oder im Galopp. Dann haben wir natürlich auch, habe ich ja schon ganz oft erklärt, wenn die Muskulatur fest ist, dann greift es auch natürlich über in das fasziale Gewebe. Es geht gar nicht anders, das spielt zusammen. Und die Faszien, da durchlaufen die ganzen Nervenbahnen. Das heißt, auch die neurologische Versorgung, die Nervenreizweiterleitung zum Rückenmark bzw. über das Rückenmark zum Gehirn werden verlangsamt oder mitunter sogar unterbrochen. Also ich habe so viel Pferde draußen, die neurologische Störungen haben im Bereich des Bewegungsapparates. Aber wo ich jetzt gerne hinkommen möchte, ist, wir haben einen ganz, ganz wichtigen Nerv. Das ist der Vagusnerv. Und der Vagusnerv, der wichtigste Nerv im Parasympathikus, dem Teil des autonomen Nervensystems, der für die Ruhe und Verdauung zuständig ist. Der läuft vom Gehirn durch den Hals bis in den Bauchraum und verbindet sich mit verschiedenen Organen wie der Lunge, das Herz und der Verdauungsorgane. Wenn dein Pferd aber unter Dauerstress steht, dann ist nicht der Parasympathikus aktiv, sondern der Sympathikus ist aktiv. Das ist der Gegenspieler, der sorgt nämlich dafür, dass dein Pferd die Möglichkeit hat, in die Kampf- und Fluchtbereitschaft zu treten. Ja, der sorgt dafür, dass das Herz schneller schlägt, die Atemfrequenz steigt und die Verdauung gehemmt wird. Der Vagusnerv wirkt dem entgegen, indem er das Nervensystem reguliert. Das ist ganz wichtig, dass dieser Nerv vernünftig funktioniert. Der ist nämlich für die Erholungsphase und für die Entspannung zuständig. Wenn der Vagusnerv gut arbeitet, dann ist das für das Pferd überhaupt kein Problem, aus der jetzt aktiven Stresssituation zurückzufahren, alle Körperprozesse runterzufahren, die Verdauung wieder anzukurbeln und in einen entspannten Zustand zurückzukommen. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann hast du halt eine dauerhafte Anspannung auch über den Vagusnerv und die Funktion des Körpers gerade. Ich will gerade auf diesen Bereich des Magen-Darm-Traktes kommen. Das ist gestört. Der Vagusnerv ist nämlich dafür zuständig, die Magen- und Darmbewegung zu regeln und er ist für die Produktion der Verdauungsenzyme zuständig. Wenn dein Pferd jetzt chronischen Stress hat, ja, ist der Vagusnerv überlastet. Das heißt, dein Pferd hat Dauerreize, wie zum Beispiel, dass es halt permanent
in Stress gehalten wird, weil es sehr achtsam sein muss, weil es sein kann, dass ein Herdenmitglied einfach so ein Mobber ist. Ja, das heißt, es ist immer in so einer Hab-Acht-Stellung und kann nicht runterfahren. Das kann dazu führen, dass der Vagusnerv überlastet wird. Was macht diese Überlastung? Diese Überlastung macht Probleme im Bereich des Verdauungstraktes. Pferde können zum Beispiel ständig Blähungen haben. Pferde können auch permanent an Koliken erkranken. Ja, das heißt, es ist gar nicht mal so die organische Seite oder das Futter, sondern dauerhafter Stress führt dazu, dass dein Pferd ständig Koliken hat. Und wie gesagt, es reicht manchmal aus, dass ein Pferd sich in einer großen Stallanlage zum Beispiel gestresst fühlt, wenn der Boxennachbar guckt, wenn es fressen möchte. Es gibt auch ganz viele Pferde, die hauen ständig gegen die Boxenwände, weil sie einfach unzufrieden sind. Was kannst du dagegen tun? Du kannst mit dem Stallbetreiber sprechen, ob man zum Beispiel die Seite zum Boxennachbarn zumachen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Ob man da was vormachen kann, ob man zwischen die Gitterstäbe was machen kann. Und schon hat dein Pferd die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Wenn der Vagusnerv in so einer Dauerbelastung ist, ja, dann kann er seine Aufgabe nicht hinterherkommen oder ausreichend hinterherkommen, sich um den Verdauungstrakt zu kümmern. Was dazu führt, dass der Verdauungstrakt eher verlangsamt und die Kotausscheidung bzw. die Peristaltik des Darms gestört wird. Ja, und so kann es zu Verstopfungskoliken kommen oder. Der Vagusnerv ist auch dafür zuständig, die Enzyme zu produzieren, die dein Pferd braucht, um die Nahrung zu zersetzen bzw. aufzuspalten, um dann die Nährstoffe aus der Nahrung herauszuziehen. Bei chronischem Stress, jetzt auch bei uns Menschen mal zurückgesehen, kann es dazu führen, wenn der Vagusnerv in so einer Dauerstressschleife sitzt, dass wir zum Beispiel bei den Menschen so eine Leaky Gut-Symptomatik entwickeln. Leaky Gut ist eine Symptomatik, die den Darm durchlässiger oder die Darmwand durchlässiger macht, so dass der Darm auf langfristiger Sicht gesehen eher porös wird und nicht mehr seine eigentliche Aufgabe erfüllen kann. Im Darm befindet sich das Immunsystem, die Darmschleimhaut und der Darm ist ja ganz, ganz wichtig. Und wir haben halt ganz viele Pferde mit Problemen im Bereich des Darms. Jetzt könnte ich schon wieder ausschweifen, aber das mache ich nicht, weil ich möchte mich ja hier auf den Vagusnerv konzentrieren. Aber ich mache euch sicherlich nochmal einen Podcast auf die Problematiken, die daraus resultieren, wenn der Darm nicht in Ordnung ist. Wie kann ich denn jetzt mit meiner Arbeit als Osteopathin unterstützen, wenn dein Pferd überreizt und überstresst ist und wenn der Vagusnerv in so einer Daueranspannung ist? Das kann ich dir sagen. Als Osteopathin bin ich natürlich dafür zuständig zu gucken, dass der Körper wieder zurück in seine Entspannung findet. Ich arbeite mit verschiedenen Techniken, mit Ausstreichungen zum Beispiel. Die sind beruhigend auf das vegetative Nervensystem und somit auch beruhigend auf den Bereich des Vagusnervs. Ich löse Blockaden. Ich gucke mir an, wo ist die Muskulatur fest? Wo kann ich die Muskulatur lösen? Und da gehe ich halt rein und unterstütze den Körper damit, dass ich ihm Impulse setze, damit er diese Region letztendlich wieder freigibt. Ich hatte letzte Woche eine junge Dame, die mir bei meiner Arbeit zugeguckt hat. Das war ein ganz, ganz, ganz total süßer Fall. Es ist ein Pferd, was gerettet worden ist. Und ich habe den vor Monaten gesehen, dort in der Rettungsstation. Und ich hätte echt heulen können, wie das arme Kerlchen aussah. Und eine ganz liebe Kundin von mir hat ihn jetzt bei sich im Stall stehen. Und ich gucke den an und mir ging so das Herz auf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der war auf einmal wach, der war da, der war aber total verspannt und fest in seiner kompletten Struktur und somit natürlich auch völlig aus dem Ruder geraten, was seine Magen- und Darmtätigkeit angeht. Und da bin ich dann reingegangen und die junge Dame sagt, was machst du da? Und
Das Pferd fängt an zu entspannen, das Pferd fängt an abzukauen und das Pferd lässt dann irgendwann los. Und das System kann wieder anfangen zu arbeiten. Und das sind so diese Momente, wo ich ja immer sage, das sind Geschenke für mich. Das sind Geschenke, weil es einfach so schön ist, mitzukriegen als Therapeutin, dass die Pferde sich so zu 100% darauf einlassen. Und gerade auch die Pferde, die wirklich Schlechtes erlebt haben. Und da geht mir jedes Mal das Herz auf. Ich kann natürlich auch über die Akupunktur arbeiten oder über die Akupressur. Ich kann ganz vielfältig mit den Pferden arbeiten, was auch eine total tolle Technik ist. Ich glaube, da habe ich auch vor ewigen Zeiten mal ein Video darüber gemacht, ist zu gucken, wie atmet dein Pferd? Ist es so eine Stressatmung? Und wenn ihr gemeinsam atmet, zum Beispiel gibt es ganz tolle Atemtechniken im Bereich Breathwork. Das ist so mega cool. Ja, wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, dann könnt ihr mich natürlich gerne ansprechen. Und du kannst die Atmung deines Pferdes fördern, indem du anfängst, dich an dein Pferd zu stellen und tief in deinen Bauch und ganz ruhig bis unten in den Bauch ein- und ausatmest. Das reguliert das parasympathische Nervensystem. Und dein Pferd ist dein Spiegel. Das heißt, du kannst, also kennst du dieses Phänomen, entschuldigt bitte, mit dem Atmen, wenn du, also ich, wenn ich sehe, dass jemand nicht durchatmet, kriege ich irgendwann Probleme. Ich fange mal an, mit Stocken zu atmen. Das ist total krass. Dann denke ich mal, Mann, Sandra, komm wieder raus aus diesem. Ich kann nicht richtig durchatmen und das ist ganz wichtig für uns. Was kannst du noch machen, um dein Pferd aus diesem Stress rauszuholen? Spaziergänge. Geh raus in den Wald. Guck mal auch, ob dein Pferd vielleicht deinen Stress übernimmt. Vielleicht sollten wir da auch mal hingucken. Ja, wenn du halt dauerhaft gestresst bist, zum Pferd kommst und einen schlechten Tag hattest, dann nimm doch einfach dein Pferd und geh spazieren. Du musst es nicht reiten, weil du überträgst eins zu eins den Stress auf dein Pferd. Warum? Ach Gott, ich muss schon wieder hier so. Auch das habe ich dir schon mal erklärt. Ihr seid, wenn du dich auf dein Pferd setzt oder wenn du an deinem Pferd stehst, direkt miteinander verbunden, energetisch. Und dein Pferd nimmt deine Schwingung, ach, das nimmt schon deine Schwingung wahr, wenn du aus dem Auto steigst. Das sind hochsensible Tiere. Die wissen sofort, was mit dir los ist, wenn du genervt und wenn du gestresst bist. Ja? Fang an, vielleicht im Stall, mach dir Stöpsel rein und höre ein bisschen Entspannungsmusik. Oder hört gemeinsam Entspannungsmusik. Ich mache das auch ganz oft, dass ich meinen Kunden für das Pferd Frequenzen an die Hand gebe, die in Entspannung bringen. Frequenztherapie, ultra toll in Bezug auf Entspannung. Ja, auch BEMA geht auf das Nervensystem und bringt eine tiefe Entspannung in das Pferd. Du kannst mit Ölen zum Beispiel dein Pferd unterstützen. Aromatherapie. Ultra mega. Ein Lavendelöl zum Beispiel. Einfach mal in deine Hände genommen und dein Pferd damit abgestrichen. Du musst gar nichts können. Du kannst dein Pferd vom Körper vorne bis hinten einfach ganz sanft abstreichen. Streichel dein Pferd mal. Geh mal bewusst in den Kontakt mit deinem Pferd. Ich habe auch ein Workbook dazu, wie du die Beziehung zwischen dir und deinem Pferd verbessern und stärken kannst. Da sind auch solche Tipps und Techniken drin, wie du dein Pferd entspannen kannst. Das ist so wichtig, dass du ein Gleichgewicht schaffst. Natürlich kannst du auch mit Zusätzen arbeiten. Du kannst mit Magnesium arbeiten. Du kannst Vitamin B zur Entspannung reinbringen in dein Pferd. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dein Pferd entspannen kannst. Du musst es nur tun. Guckst dir an, weil Stress ist so Gift für den Körper deines Pferdes. Und wenn du mehr Fragen dazu hast, ich habe so viele Podcasts schon gemacht. Ich habe aber auch die ganzen Sachen, glaube ich, irgendwo in meinen sozialen Medien schon, musste mal durchscrollen oder
Ich habe einen Blog auf meiner Internetseite, da findest du auch immer wieder ganz interessante Beiträge. Und wenn du Fragen dazu hast, dann darfst du mich gerne ansprechen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, guckt euch eure Pferde an, passt auf euch auf und genießt die gemeinsame Zeit der Entspannung mit eurem Pferd. Bis ganz bald, eure Sandra.